Smarana, ihr Lieben, wir leben ja in einer sehr kraftvollen und auch in einer sehr transformierenden Zeit. Das ist, sage ich mal, die kraftvollste und transformierendste Zeit überhaupt in unserem ganzen Leben für viele von uns. Das ist aber auch nicht nur eine herausfordernde Zeit, sondern eine wertvolle und perfekte Zeit, um uns darin zu finden und auch um aufzustehen, um zu sagen, so bin ich, das tue ich, das möchte ich. Und dann wird es auch so sein. Wir haben die Portaltagsenergie vom 12. August, die uns ermöglicht, etwas Neues zu erschaffen. Das heißt also, so etwas wie eine Geburtsenergie wird da vermittelt von der geistigen Welt für etwas Großes, Neues, für eine ganz tolle, große Energiewelle. Und das hat ja auch schon begonnen am 8.8. durch das Löwentor. Da wurde eine ganz intensive Energie schon übertragen, einfach um uns Menschen zu unterstützen, um uns aufzubauen, so dass wir weiter gut durch diese schwierige Zeit hindurchkommen. Es ist einfach wichtig, für jeden von uns herauszufinden, woran man in Wirklichkeit glaubt, für was man steht, für was man auch aufstehen würde. Ja, wofür man sagt, dafür stehe ich, das ist mein Weg, so bin ich, so gehe ich. Und das wird unterstützt, also auch durch diesen gelben Krieger, der ja mit seiner ganz großen Energie uns darauf aufmerksam macht, mal hinzuschauen, wo denn unsere ganzen Ängste sind. Sind noch Ängste da? Habe ich schon alles aufgelöst? Einfach da mal wirklich hinzuschauen und sich auch diesen Ängsten zu stellen. Denn manchmal sind die Ängste auch noch versteckt irgendwo und sie möchten jetzt gerade an diesem Tag richtig, richtig gut angeschaut werden. Denn dann, wenn man sie hinterfragt und auch wenn man mit den Ängsten spricht, zum Beispiel dieser Satz: Liebe Angst, ich weiß, dass du da bist, aber ich gehe jetzt einen anderen Weg, den Weg der Liebe und des Vertrauens und der Kraft. Dann guckt die Angst ganz komisch und denkt, die will mich gar nicht mehr haben, die redet gar nicht mehr mit mir, die geht jetzt einen anderen Weg und dann wird die Angst ja weniger. Ich glaube, ihr versteht dieses kleine Beispiel. Also je mehr Aufmerksamkeit ihr auf das andere lenkt, auf das, was schön ist, umso weniger Aufmerksamkeit bekommt ja die Angst und dadurch wird sie uninteressant und verkrümelt sich so langsam. Und diese Energie von dem Portaltag, die gibt uns wirklich die Gelegenheit, da auch mal ganz richtig gut hinzuschauen und dann mit diesem Satz so viel wie möglich aufzulösen. Das ist einfach wichtig zu wissen. Natürlich kommt auch eine ganz wichtige Botschaft zur aktuellen Zeit von Melek Metatron noch am Ende des Videos für dich. Und Melek Metatron wird dich auf jeden Fall sehr unterstützen und dir Hilfe anbieten, so dass wir also ja aufgefangen werden. Und es ist wichtig zu hören, was er sagt. Wenn man jetzt, ich gehe noch mal kurz auf die Ängste drauf ein. Wenn man jetzt beginnt, seine Ängste zu entlarven, also der gelbe Krieger ist ja dafür da, dass er uns hilft, hinzuschauen, hinter den Kulissen von uns selbst zu gucken, wo habe ich was versteckt, wo traue ich mich nicht so richtig ran. Und gerade das ist wichtig, dass man das tut, jetzt gerade an dem Tag. Und dann wird es leichter werden. Also werde dir im Klaren, worüber oder wovor du eigentlich Angst hast. Und ob das, dieses worüber und wovor, das, wie inwiefern dich das dann beeinflusst, vielleicht Dinge zu tun, die du sonst nie tun würdest und somit vielleicht gar nicht deine Dinge sind, die du tust. Also das große Hinterfragen ist da und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das tun. Denn das lässt uns dann wiederum aus dem Alltag aussteigen. Ja, und unseren eigenen persönlichen Weg genauer erkennen. Und dadurch, dass wir dann von dem Alltag oder ich sage auch mal vom Kollektiv noch weiter wegrücken, kommen wir umso mehr in die Richtung,
der göttlichen Ordnung. Und genau das ist es ja, was wir uns alle wünschen, dass wir also aus den Dingen des Alltags einfach aussteigen und uns auf das konzentrieren, was tatsächlich unsere Seele möchte. Das ist ganz wichtig, dass wir dies tun, denn die Seele hat natürlich einen Weitblick. Die Seele weiß genau, was wichtig ist und führt uns da auch hin. Und dann bekommen wir auch so diesen Blick für das Große und Ganze, für die göttliche Ordnung und werden dann auch umso mehr die göttliche Ordnung anziehen. Und es gibt ja dieses Gesetz der Resonanz, wie im Kleinen, so auch im Großen. Also je mehr jeder von uns in seine göttliche Ordnung kommt, umso mehr wird auch das Große und Ganze außen herum, also das andere Kollektiv, die ganze Menschheit wird dann immer mehr in die göttliche Ordnung kommen. Und das können wir besonders gut an dem Portaltag manifestieren mit Hilfe dieser ganzen Energien, die einfach auf die Erde strömen. Und es ist die Chance, unser spirituelles, emotionales und mentales Sein auf eine andere Ebene zu heben. Und mit dem Ganzen, es begann mit den Energien, für mich persönlich jedenfalls, besonders stark am 8.8. am Löwentor, an dieser Öffnung. Da hat es begonnen, dass eine riesengroße, neue, kräftige Energiewelle auf die Erde strömt. Und jetzt am 12. in ihrer leibhaftigen, sage ich jetzt einfach mal, in ihrer tatsächlichen, riesengroßen, göttlichen Ordnung uns zur Verfügung steht und uns unterstützt. Und das ist ja eine sehr schöne Aussicht und deswegen freue ich mich, dass ich jetzt gleich im Anschluss auch noch das Channeling von Melek Metatron für euch geben kann. Das ist ein Ausschnitt vom spirituellen Treffen, was ja jetzt am letzten Wochenende war. Und ihr werdet sehen, dass Melek Metatron da auch ganz viel dazu zu sagen hat. Er spricht auch davon, von den Energien, die eingebettet wurden. Das kann man jetzt für alle, die nachträglich zuhören, so sehen, dass all die Energien, all die Heilungen, all die Workshops, Seminare, Webinare, die du bis jetzt oder die Fernlehrgänge, die du bis jetzt gemacht hast, dass diese in dir liegen und von Melek Metatron nochmal in eine höhere Dimension hinauf, in eine Energieerhöhung geführt werden. So, jetzt habe ich aber genug erzählt und ich werde natürlich auch noch auf Telegram darüber sprechen und ihr könnt auf Telegram kommen. Unter dem Video ist der Link, da findet ihr alles und können dann da natürlich auch mitreden und mitschreiben und wir können uns dort gegenseitig austauschen auf meinem Telegram-Kanal, der heißt Smarana natürlich. Und ihr Lieben, ja, ich freue mich drauf und für die Kanalmitglieder gibt es auch noch jeden Monat ja ein ganz besonderes Geschenk einer Ausbildung in den neuen Berufen der neuen Zeit. Und ihr seid ja schon ganz viele Kanalmitglieder, auf jeden Fall. Freue ich mich auch, dass er da seid und mich da ein bisschen unterstützt und ich das ausgleichen kann mit so einer wunderbaren Ausbildung. So, jetzt wünsche ich euch aber auch ganz viel Freude bei dem Channeling von Melek Metatron. Es fällt mir gerade noch ein, es rieselt gerade nur so von Durchsagen. Wir haben auch zwei wundervolle neue Ausbildungen für euch. Die eine Ausbildung ist das Medium zur neuen Zeit, sind 5 Teile, da könnt ihr euch anmelden. Auch der Link steht unter dem Video. Und natürlich die Astralfeld-Therapeutenausbildung in 3 Teilen, welche sehr, sehr wichtig ist, um überhaupt ganz viel auch in uns zu heilen. Und das sind dann diese Dinge, die Melek Metatron anspricht, die nochmal in seiner Botschaft eine besondere Bedeutung erlangen. So, jetzt wünsche ich dir aber ganz viel Freude und bis zum nächsten Mal. Ich umarme euch schon mal vorneweg. Alles Liebe. Bis gleich. Geliebtes Menschenkind, ich bin das Auge Gottes. Ich bin Melek Metatron und ich bin gekommen, um all diese Energien in dir zu verankern, welche du
bekommen hast. Und ich habe viele lichte Wesen mitgebracht, um dir zu danken für das, was du bist, denn du bist einzigartig. Und ich bin gekommen, um dir Hoffnung und Kraft zu geben, deinen Weg weiter zu gehen. Ich bin gekommen, um dich zu bestärken, das Lichtvolle zu finden und dich danach auszurichten. Geliebter Mensch, es liegt alles in deiner Hand. Du selbst bestimmst, wie schnell sich die aktuelle Situation in Liebe auflösen wird. Jeder einzelne Mensch spielt eine Rolle in diesem großen Spiel auf dem Schulungsplaneten Erde. Vergesse niemals, dass deine Seele ewig lebt und sich diese Erfahrungen ausgesucht hat, durch die du gerade gehst. Wir, die geistigen Wesen, wir tun alles für euch. Wir unterstützen den Aufstieg in jeder Situation. Doch können wir den freien Willen der Menschen nicht beeinflussen. Und so liegt es an dir zu erkennen, dass jeder Gedanke, den du hast, das Licht stärkt. Und je mehr Menschen sich dem Licht zuwenden, umso größer wird dieses Licht werden und umso schneller und leichter wird der Aufstieg sich vollziehen. Dies sollte immer der Fokus sein in deinem Leben. Wir, die geistige Welt, wir blicken immer zur Erde und beobachten, was geschieht. Wir senden unterstützende Energien und scheuen keine Mühe. Wir tun all dies in großer Liebe. Für euch, geliebte Menschen. Und heute fließen lichtvolle Energien auf die Erde. Lichtvolle Energien, welche so viele Tore des Erwachens öffnen. Und durch diese Tore werden wieder viele Menschen gehen. Jeder Einzelne ist wichtig. Und das Kollektiv der Lichtarbeiter wächst von Tag zu Tag. Und so sind wir voller Freude, dass du auch dazugehörst und das Licht unterstützt. Das Licht hat schon längst gewonnen, doch steckt das Kollektiv noch in den Strukturen fest, die letzten Strukturen, welche sich noch lösen werden, damit sich das Licht vollends ausbreiten kann. Und darum ist es so wichtig, dass du heute hier warst, denn
die Unterstützung für die göttliche Ordnung trägst du jetzt in deinem Lichtkörper. Und du hast gelernt, wie du mit dieser Energie umgehen kannst. So werde ich nun für dich alles, was dir übergeben wurde, verankern in deinem Energiefeld und in deiner Seele. Wenn du einverstanden bist, dann gib mir bitte ein innerliches Ja, damit ich für dich wirken darf. Und so fließt nun die Verankerungsenergie zu dir. So wurde jede einzelne Energie in dir verankert und gestärkt. Deine Werkzeuge wirst du für ewig behalten. Und je öfters du sie benutzt, umso stärker werden sie werden. Erinnere dich an den Gang durch das Löwentor. Erinnere dich an deine Gestalt und deine Größe. Denn das ist es, was du in Wirklichkeit bist. Und die Kraft, die du trägst, die große Kraft der Liebe, welche alles ändern wird. Und so verneige ich mich vor dir, vor deinem Licht, voller Achtsamkeit und in großer Liebe. Gesegnet sei dein Licht.
und deine Strahlkraft. So ziehen wir uns wieder zurück, weil wir wissen, dass dir Gutes geschah, dass du neu ausgerichtet bist und voller Kraft, Liebe und Vertrauen deinen Alltag meistern wirst. Du wirst all diese Energien mitnehmen. Und sobald du heute oder morgen dein Zuhause betrittst, fließt diese Energie bei dir ein, erhellt und erleuchtet dein Zuhause. Und wir die Engel, wir sind bei dir, deine persönlichen Engel haben sich eingefunden, um dich zu begleiten, um dich zu schützen und um dir zu sagen, alles ist gut, vertraue auf das Licht, denn das Licht trägt die größte Kraft und du selbst, du bist das Licht. Und so verweile noch ein wenig in dieser liebevollen Energie. Währenddessen wir uns jetzt endgültig verabschieden und deine Engel dich zu Hause erwarten. Dann bedanke dich jetzt bei all den lichten Wesen, bei deiner Seele und komme langsam wieder in diesen Raum zurück. Bewege Hände und Füße. Und sei wieder ganz da.